Läuft. Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und damit zum Finale von. Oh fuck, ich hab's vergessen. Egal, hallo Kle Hallo Tomate. Arthur, die Serie heißt übrigens Clashing Differences. Gott. Genau, wir sind jetzt in Folge 5 und es wird immer absurder. Also es macht jetzt keinen Sinn für mich, euch die Handlungen zusammenzufassen. Wer jetzt noch dabei ist, hat eh alles gesehen. Deswegen, wegen mir können wir losmachen. Ich sag mal so, es ist anscheinend anstrengend genug, dass ich selbst den Namen vergesse mittlerweile. Ja. Das, also ich hoffe sehr, Oh. dass ich hoffe sehr inständig, dass wenn ich morgen früh aufstehe, ich diese Serie vergessen haben werde, weil ich ärgere mich maßlos. Ich ärgere mich maßlos über dieses Produkt. Vielleicht so als kleine Einordnung. Also jetzt klingeln gerade die Nazis an der Tür, weil wir sind ja in Brandenburg. Glauben wir zumindest, glauben Ja. wir. Ach Okay, stimmt, wir mal werden vielleicht sehen. eines Besseren belehrt. Ja, du hast Vielleicht, recht. Hast recht. aber wir gehen sehr stark davon aus. Okay, let's go. Das sind Weiße vor unserer Tür! Keine Ahnung, alle Menschen hier in Brandenburg sind Nazis. Die vielleicht schon. Was ist los? Was ist passiert? Scheiße. Die sehen echt aus wie Nazis. Was ist hier los? Nazis. Na toll. Ich dachte, hier passiert nichts, Paula. Ich rufe schon die Polizei. Das ist ja mein Lieblingstaxi-Driver. Was, du kennst die? Ja, den einen zumindest. Was hast du dem gesagt? Naja, dass er einen kleinen Nazi-Schwanz hat. Manchena! Dann habe ich ihm das Messer an die Kehle gehalten. Also ich habe gar keine Genau. Ahnung, warum er sauer sein könnte. Normale soziale Interaktion. Ich meine, normaler Dienstag. Wie auf dem Bazar früher. Ja. Hey, Leute, ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt noch lebe. Ladies, mein Elektroschock hat 500.000 Volt. Oh, geil. Paula ist unten abgeschlossen. Scheiße. War das jetzt wieder so ein Satire-Ding? Sie hat gesagt, ihr freier Söhne, das war jetzt auch so ein. Ja, Ist damit es, man sie nicht wollten nicht. Uhrensöhne sagt, Genau, ja. weil man ist ja Sexworkern positiv eingestellt, weißt du, das ist ja auch eine ehrliche Arbeit und so und. Ja. Ach so, das ist dann das Thema, wo sich der ominöse Grabenkampf ja zerstritten hat, ob Ja. Nutten auf oder zu sein sollen. Genau. Um das mal Ich den Bruch runterzubrechen. in den Schock in die Brust, okay. Mein Gott, guck doch mal raus. Jeden Tag versucht ein Mann, eine Frau umzubringen. Und an jedem dritten Tag gelingt es ihm. Uns bleibt doch nichts übrig, als uns selbst zu verteidigen, Mann. Wir haben auch übrigens, habe ich mal gehört, zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag in Deutschland. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat Scheiß sich in. Weißbrote, ey. Ja, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das geändert. Das müssen. Ich denke, das liegt an Computerspielen. Also GTA, halt, GTA Online, da machst du halt sowas. Und die Jugend verroht. Verteidigen, Mann. Jetzt reicht's. Komm. Habt ihr gedacht, ich lasse zu, dass das hier so ein White Savior-Film wird? Ich weiß, die gewinnen Oscars, weil diese tun, als würde es sich um schwarze Geschichten handeln oder Rassismus. Dabei geht es eigentlich um White Devils, die schwarze Menschen herumschubsen und unterdrücken. Bis endlich diese eine weiße Figur kommt, die sich für die Rechte der Schwarzen einsetzt und sie befreit. Und dabei am besten ihr eigenes Leben riskiert. Boah. WhiteSavior.com. Nicht mit mir. Alter, oh, ich bin innerlich zerstört. Ich sterb hier. Ich sterb hier. Ihr wollt ja wirklich jedes Fass aufmachen. Und ihr wollt ja Sie wirklich müssen, sie müssen. jedes ausgelutschteste Stilmittel, was es gibt, reinbringen. Also jetzt macht ihr auch noch so eine Metadiskussion auf, dass die Figur selber ihren eigenen Film kommentiert. Es ist ja keine Diskussion, das ist ja das Problem. Es gibt ja, wie du schon sagtest, keine Gegenrede. Es wird einfach so hingestellt und gut ist. Diese Autoren, das ist wirklich 11. Klasse-Niveau, ich sag's dir. Das ist 11. Klasse-Niveau. Ja, wenn du dein Boah. Studium abbrichst, dann bleibt halt die Ja. Klasse Ja. übrig. So, ich habe hier Play gedrückt. So. Ja. Ja, noch? Ganz normale Nazis halt, die gehen halt einfach wieder, Ja, ey, komm wenn ich die schon mal Tür wieder. zu ist, aber das Glas halt überhaupt im Weg ist, ne, da wird nicht das Die Fenster holen jetzt ihre eingeschmissen. Kumpels. Ja. Ja. Keine Security, ja? So verantwortungslos von euch. Ihr habt uns nie zugehört. Simon, die sind bei. Also ich sag ja, die haben die gehört.
Also die haben die Reden gehört und haben gedacht, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, sind das gestörte Weiber. Ja. Lass hier weg. Ja. Am nächsten Morgen sind die eh alle tot, ja, weil sie sich an die Gurgel gehüpft sind. Da brauchen wir gar nichts machen. Das ist weil ihr uns nie zuhört. Simon, diesen Verein verklagen wir auf Schadensersatz oder sowas von. Ihr werdet euch doch umschauen. Ihr müsst euch schütteln. Was? Ihr müsst euch schütteln, also so wippen. Unsere Körper, die sind gerade in Alarmbereitschaft und das löst den Druck. Paula, ich hab dir das schon so oft gezeigt. Komm, ich weiß, dass sie das gut tut. Ja? Was? Komm, steh auf, steh auf. Super, Sus, du machst das super. Das hilft wirklich. Ja. Komm, trau dich. Auch noch mal wie so ein Wippen. Komm mit dir rein. Genau, lass die Hände los. Jetzt krieg mir so ein Shake, warm an die Seiten. Bitch, babe. Lass den Atem fließen. Komm, Kisha, komm. Nee, mach die Arme nach unten. Lass die Arme hängen, ja, genau. So, wippen. Ja, ja, loslassen. Genau, boah, sehr gut. Okay. Müssen wir jetzt Angst haben wegen der lizenzierten Musik, die hier kommt? Also, jetzt mal ist ganz das ernst. Meine ich? Wir lassen mal kurz spielen. Ist das lizenziert, ja? Ja. Gut, ich spring einfach mal ein paar Sekunden vor, okay? Ja. Mach das mal. Ich meine, wir verpassen ja eh nichts. Okay, geht immer noch weiter? Gehen wir weiter? Ja, nee. Lass die mal ein bisschen schütteln. Guck mal, wir sehen ja, was passiert. Oder, warte mal, stopp. Ich habe eine viel bessere Idee. Mach doch einfach mal kurz einen Ton aus, solange die sich ja ausgeschüttelt haben. Machst du den VLC-Player am besten, ne? Genau. Warte mal. Ist das okay für dich? Ja. Ja, dann müssen wir ja nichts schneiden auf YouTube. Ich mach nochmal zurück und dann können wir uns das geben. Wir geben uns das mal kurz einen Ton. Posen. Genau. Ich hör die Musik auf meiner Seite und ich sag's dir, wenn es vorbei ist. Das hat ja schon fast was von oh Gott, ich und Namen. Ja. Ah, Mist, wie heißt er denn hier, der Philosoph hier? Der Philosoph? Ja. Was machst du für Fässer? Scheiße. Egal, Nietzsche war es, genau. Ja, warum? Hier. Wie heißt das berühmte Werk hier von ihm? Zarathustra, genau, danke, ja. Der hat ja auch gesagt hier, Tanzen ist die einzig große Tugend oder sowas sinngemäß. Ne? Ja. Tanzen ist, ach so, das kenne ich gar nicht. Okay, cool. Siehste, und das ist die verbindende Kraft der Musik. Alle halten wieder zusammen. Genau. Gemeinsam, vereint. Ja. Bei 50 Cent in the Club, da. Alter, können wir dieses Gigi D'Agostino-Lied hier drüber legen? Wir machen einen YouTube-Shorts draus. Ich sag dir, wir machen einen YouTube-Shorts draus. Vor allem, wie die dann noch dazu lächeln. Wir machen einen Shorts draus. Ja. Schreibt es mal auf. Wobei, ich glaube, dann wird unser Kanal weggemeldet. Also, ich weiß nicht, ob du das so bringen kannst auf YouTube. Und die lizenzierte Musik läuft immer noch. Und das geht jetzt schon 2 Minuten, oder? Ja, das ist genau wie die Holzszene vor uns. Es wird so lang gedehnt, bis wir es verstanden haben. Bis der letzte Rentner vom Bildschirm weiß, was er so denken hat. Was hier abgeht. Wir müssen das ja ein bisschen überbrücken, weil du gerade sagtest mit Gigi Agostino. Was ist denn, wenn du das jetzt, dieses Lied, dir immer wünschst, als, ja, Bundbeat? Oder ist es mittlerweile auf dem Index? Deswegen. So, jetzt ist übrigens die Musik vorbei, jetzt hat sie geendet. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Lied aktuell gecancelt ist, aber naja. Weil wenn das jetzt überall in Deutschland so als Wunschlied, weißt du? Ist echt das Ding. Ich kann mir wirklich vorstellen, irgendwo mal kommt in dem Club, kommt so eine 90er-Party so. Amour toujours geht los und alle denken sich, jetzt nicht mitsingen, Ich muss gerade nämlich denken, im Honigforum war doch irgend so ein Typ, der vom SWR oder so, da konnte man sich so ein Lied wünschen. Ach, ja, stimmt, der wollte sich das was wünschen. Das war irgend so ein Schlager oder sowas, genau. Ja, Andreas Gabalier wollte er sich wünschen. Eine Meinung haben. Genau, ja, eine Meinung, ja, genau. Ja. Und da wäre doch Gigi D'Agostino. Ja, das wäre doch mal eine richtig geile Aktion. Das ist krass gewesen, weil das kannst du in dem Sinne auch nicht so canceln, weil es ist ja nicht per se politisch. Ja. Okay, so, die Musik ist aus übrigens. Kannst du den Ton bitte anmachen? Hab ich. Wunderbar. Und wir hören nichts. Endlich wieder Qualitätsdialoge.
und man aus der Puste ist, nach kurzem Schütteln, aus Gründen, aber das ist gesund. Das ist gesund. Ja, war ganz okay, Flora. Und, wie geht's euch jetzt? Irgendwie gut. Paula, das müssen wir melden, ist dir schon klar, ne? Es wird nicht schön für den Verein. Ist mir egal. Mhm. Was denn, ich wusste, dass das Ganze hier keine gute Idee ist, aber ich wollte Keisha unbedingt kennenlernen. Ja, und ich wollte Simon sehen. Und ich will eigentlich nur meinen Job machen. Warum lasse ich mich auf diese ganzen weißen Panels setzen? Weil ich glaube, ich so eine bescheuerte Hoffnung habe, dass sie es doch irgendwann checken, wenn ich es ihnen immer wieder erkläre oder geduldig bleibe. Aber im Endeffekt bin ich einfach nur ein Token. Sie ist halt original Tarek Tesfu. Also die ganze Zeit denkt die an das Thema Rasse. Also. Und sie ist einfach nur schwarz. Das ist Gottes Willen. Ich bin auf diesen Panels und ihr seid einfach nur weiß. Also. Ich verstehe das nicht, wie man solche Komplexe haben kann. Also, wenn du solche Komplexe hast, anders, dann musst du doch wirklich. Also, es ist halt der pure Selbsthass. Du, dann wär's doch wirklich das Beste, du sagst, ich zieh woanders hin, wo ich mich nicht von allem angepisst fühle, von jedem angegriffen. Also, du kriegst hier wirklich alles in den Schoß gelegt, dass du hier auf solchen Panels sprechen darfst und so. Also, deine Meinung groß beitreten kannst, eigentlich letztlich für nichts, was groß erreicht ist. Also, die werden jetzt alle keine gefeierten Wissenschaftler sein oder so, die jetzt groß was errungen haben oder, weißt du, was ich meine? Die jetzt wirklich die hellen Leuchten sind. Ich denke, sie weiß das auch, dass sie nichts geleistet hat. Also ehesten könnte sie vielleicht noch in die USA auswandern oder so, aber jetzt irgendwie nach, was weiß ich, Nairobi fliegen und dort sesshaft werden, für einen Arsch. Ja, das kommt für sie natürlich auch nicht in Frage. Ja, sie weiß genau, der Lebensstandard dort ist Kacke. Punkt. Genau. Also sie ist eine Heuchlerin. Es ist halt alles, komm. Ja. Es geht nur noch 5 Minuten. Wir sind gleich erlöst. Wir ziehen noch mal durch. Los! Den Token machen sie aus dir. Ja, aber ich lasse mich als Token benutzen. Ich kritisiere dich nicht, weil du ein Token bist. Ja, ehrlich gesagt bin ich einfach manchmal neidisch. Weil dir alle immer zuhören. Alle lieben dich. Ist doch klar, dass ich mich da minderwertig fühle. Ach Gott, jetzt packen sich wieder alle in die Opferrolle, das ist geil. Aber es ist übelst der Deep Talk, ja? Du hast einen Instagram-Channel mit, mir ist die Zahl nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, ich habe da eine 76.000 oder sowas gelesen. Hatte die Zuschauer vor uns auf ihrem Scheiß-Clip. Aber der hört keiner zu. Ich komme noch nicht mal ein Nazi an. Boah. Ja, und jetzt? Noch Bock, dein Manifest zu schreiben? Oh, wie gespielt das ist. Und jetzt? Wie in einer Kinderserie gerade dieses Lachen. Also, es ist künstlerisch minderwertig. Ja, und jetzt ist auch wieder dieser Fall, man war zerstritten, aber durch einen externen Feind, also diese Dorfnazis aus Tiefbrandenburg, ist man jetzt wieder geeint gegen rechts oder sowas. Genau so ist es, genau. Merke, Identifikation erfolgt durch Distinktion, durch Abgrenzung. Ja. Genau so ist es. Oh yeah. was ist? Mit diesem Video möchten wir House of Women X zu den öffentlichen Anschuldigungen bezüglich unseres geplanten Panels zur internationalen Frauenkonferenz Stellung beziehen. Liebe Panelgäste, es tut uns leid, dass ihr euch durch unsere Einladung verletzt gefühlt habt. Das ist doch keine Entschuldigung. Diversity ist und war uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind ein seriöser Verein. Als ob! Jahrelang habe ich den Nachwuchs und Martha andere Menschen gefördert. Und jetzt soll ich aufgrund dieses unvorhersehbaren Vorfalls meine Position als Vorstandsvorsitzende verlieren. Warte mal, was war denn der unvorhersehbare Vorfall? Dass da die Nazis mal kurz angeklopft haben? Ich verstehe es gerade nicht. Das ist der Vorfall. Ja. Die haben doch gar nichts gemacht. Die haben geklingelt, dann sind die wieder gegangen. Was absolut unlogisch ist, aber kehren wir das mal beiseite. Ja, das war das, ja. Das war. Verarschen die mich? Das war das deutsche Kuckucksklan-Ding. Ja.
Ich wollte das Fass eh die ganze Zeit aufmachen. Wo sind diese drei Frauen gewesen? Warum haben die diese Serie eingeleitet? Es macht... Also... Es ergibt alles ja keinen Sinn, ja. Es macht keinen Sinn. Ich fokussiere mich auch darauf, weil wir sind ja letztlich auch ein Kulturformat. Es ist auch künstlerisch schlecht. Es ist von vorn bis hinten schlecht. Nicht nur, dass es euch erzieht, in wirklich katastrophaler Weise. Es ist dazu auch einfach noch eine schlecht geschriebene Serie. Das ist ein mieses Niveau. Es ist schade, dass wir die am Anfang gelobt haben, dass das ein bisschen besser war als das, was wir geschaut hatten. Ne? Es schien besser, ja. Aber es hat ja gegen Ende so abgebaut. Also. Das ist unfassbar krass. Also gut, jetzt können wir es loswerden. Warte, ich blende hier nur mal das andere Bild ein. Siehst du die Frauen? Ja. Da haben wir vielleicht die Zuschauer was Besseres zu sehen. Das habe ich dir immer oft gesagt. Das ist halt oft so bei diesen Serien wahrscheinlich. Am Anfang gehst du noch nicht ganz so hart mit deiner Message rein, da tust du vermeintlich andere Themen bespielen. Also zum Beispiel hatten die am Anfang diese Themen aufgemacht, von wegen, dass die eine der anderen fremd geht und so. Und dann war das noch so ein bisschen lustiger, weil du willst ja die Zuschauer nicht gleich verkraulen. Das machst du ab der Mitte, ab der dritten Folge. Die ersten zwei Folgen sind die Unlock-Folgen, dass der Zuschauer sagt, ja komm, jetzt bin ich bei der Hälfte, jetzt will ich es auch zu Ende schauen. Und bam, dann schlägst du zu als ZDF. Und genauso war es ja auch hier. Ab der dritten Folge kamen ja diese krassen Monologe, wo die wirklich unwidersprochen ihre geseierten Sermone uns präsentiert haben, ihre Predigten. Ja. Mhm. Ja. Ich bin aber gespannt, wie die Konferenz hier noch ausgeht. Es geht noch 3 Minuten. Ja, okay. Ich will mal eins sagen, dieses Video, das da gerade online geht, sowas nennt man Cancel Culture. Okay, ich bin raus. Wir müssen uns mal bewusst werden, wem wir hier wirklich schaden. Denjenigen, die eigentlich helfen wollen. Luise, Technik stürzt hier ab. Luise. Ja, Eva Bay ist das hier. Warte. Dabei, ja. Leute, ich hab's von Anfang an gesagt, man sollte diesen Panel boykottieren. Und jetzt sind doch endlich mal alle zur Vernunft gekommen. Das bedeutet, keiner von uns ist am Start. Ihr instrumentalisiert mich. Ich wollte es nochmal sagen, ich gehe nochmal kurz zurück. Ja, sie hat mal ebenso schicke 45.000 Likes, aber ihr hört natürlich keiner zu, ne? Und wie gesagt, vor uns waren es, glaube ich, irgendwas mit 70.000 oder so. Oder 76. Ich bin aber gespannt, die andere Schwarze, wie viel die hat. Die hat bestimmt so eine Million, denke ich. Die nächste hat 16.000. Ach so, nee, die sich so anbietet auf den weißen Panels. Guck mal. Das bedeutet, keiner von uns ist am Start. Ihr instrumentalisiert mich und meine Person, damit sich andere BPOC wohl genug fühlen, um auszupacken. Und dann habt ihr euren Diskriminierungsporn. Es geht immer wieder darum, dass wir Aufklärungsarbeit. Nur 45.000, das ist ja. Nee, sie ist ja nicht die Millionärin, ne? Ach so, ich meinte aber sie tatsächlich. Weil sie diese großen Panels da besucht. Ja. Ach so, ich dachte, du meinst hier die breitere, sag ich mal. Weil sie war, dachte ich, die bekannteste von denen. Ich dachte, die wäre noch die reichste. Okay, weiß ich nicht. Also, die Figuren sind der Serie ja auch scheißegal. Warum sollten mir die dann wichtig sein als Zuschauer? Aber schön, dass sie Ed Mut zur Wut heißt. Ja, ja. Okay. Sie ist so eine richtige Wutbürgerin. Ja. Ja. Hat die auch nur noch so einen schicken Hut. Ja. Dann geht's ja ab. Arbeit leisten sollen. Und es wie so selbstverständlich ist, dass man uns einfach nimmt, wenig Geld bezahlt, uns wie so aussaugt und dann einfach wegschmeißt. Wenn ihr uns schon hier nach Brandenburg einladet, in eine No-Go-Area, als BIPOC-AktivistInnen, dann müsst ihr für ein Sicherheitskonzept sorgen. Ja, ich habe viel zu lange diese durch und durch weißen Strukturen supportet und wollte das einfach nicht wahrhaben. Ich meine, Verblendung und Eitelkeit und... Die triggert mich mittlerweile am meisten. Also, mich triggert auch dieses Segment am Ende. Also, du willst am Ende ja nochmal die Message so reinhämmern. Und war das jetzt die Message? Also irgendwie, die Message ist, dass die Weißen zu rassistisch sind. Ja. Es tut so weh. Es ist alles so durcheinander und schlecht. Also ich habe es schon so genug gesagt. Es fokussiert auf eine Sache, auf einen guten Punkt. Also macht doch eine 1000 Fässer auf. Dann geht es hier gleichzeitig noch um Token und um die Pendels und du kannst denen einfach nicht recht machen. Das ist einfach, das ist der Punkt, genau. Ihr seid nie links genug, die Serie. So muss die Serie heißen. Nicht Clashing Difference, ihr seid nicht links genug oder so. Ja. Es ist nie genug, die Serie. Ja, White Fragility at its best. Ihr werdet euch noch umschauen. Ah, guck, sie hat übrigens 50.000, sie hat die meisten. Das ist das Gut. Oh, der, denn
Okay, der schöner Füßfilm. Lord is a Black Woman. Ne? Warte, sie hat auch gerade original diese Kopfbewegung gemacht. Weißt du, so diese Talkshow-Bewegung. Ihr wisst, nur so der Zeigefinger. Stimmt, wie hieß sie? Oprah Winfrey oder wie hieß sie? Ja, sie Oprah, ist aber die Moderatorin, sie macht sowas nicht, also die Gäste machen das. Aber sie sieht halt so aus, ja. Wir machen nochmal das komplette Statement von der. White Fragility at its best. Ihr werdet euch noch umschauen. Das ist das Ende von diesem Verein, von diesen Panels, von der ganzen Scheiße hier. Wenn das hier schiefgelaufen wäre, hätte ich euch wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Ihr könnt mir dankbar sein, dass ich den Weg bereitet habe. Für euch Bitches, alright? Fickt eure beschissene Token-Gulasch. Wir sind eine Crew und wir sind Not Your Token. I'm not your token. Not your token. Not your token. They are not your token, verdammt nochmal. Also die... Alle sagen, wir sind nicht euer Token und die Weiße sagt, sie sind nicht euer Token. Ist das belastend. Ist das ein Problem, liebe Zuschauer? Seht ihr das, dass irgendwie dieses Token-Ding ein Problem wäre? Also ist das eine Thematik, die euch interessiert, über die wir sprechen sollten? Über die der Rundfunk eine Serie machen sollte? Schreibt's uns. I am not your token. Give me grace, I'm a swag, lizenzierte Musik? Denkst du? Ja, ja, komm, okay. Das ist ein bekannter Webstar. Leise. Ja. Ja, mach mal ganz aus, bitte. Ja. Ja. Das ist eigentlich ganz schön, da kann man drüber laschen. Ach so, okay. Ja, dann lassen wir es weiterlaufen, weil jetzt kommen hier noch die Abspann. Warte mal kurz. Merle Grimme Konzept. Was? Warte mal kurz, ich habe hier leider ein VLC-Overlay. Kannst du mal bitte lesen, was da steht? Konzept für antidiskriminierendes und inklusives Produzieren. Also sie ist einer dieser Sensitive Reader, oder? Alter, das ist ja eine Realsatire. Das ist ja eine absolute Realsatire. Und dann halt auch den deutschesten Namen, den du haben kannst, Merle Grimme. Nee. Ich habe die mal gegoogelt, die ist... Nee, ich darf es ja nicht sagen. Also, na klar, ist sie deutsch. Sie hat einen deutschen Pass sicherlich, aber wenn du die sehen würdest, du würdest nicht sagen. Ja, aber dann vom Namen her, also Gebrüder Grimm und dann Merle. Die sieht ähnlich. Ja? Na, ich überlege gerade, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, die schlanker Schwarze, aber nee, die hatte so blaue Augen. Ja, ist halt eine hellhäutige Schwarze. Mhm. Also, ja, kann gut sein. Gemischt oder so. Ja, okay, weiter. Du hast immer noch die Musik aus, ja? Ja. Okay, sorry. Genau, it is not our differences, the device art. Die White Art steht gerade hier. Ich hoffe, du hast das auch. Das Ja. It is our inability to recognize, accept and celebrate those differences. Oh, to the Lord. Und da bin ich wieder bei diesem Thema 11. Klasse, dass man sich so wichtig nimmt, dass man hier noch irgendwie welche vermeintlich wichtigen Zitate reinbringt. Ist das so, die Sängerin, Lord? Ich habe keine scheiß Ahnung. Ich google jetzt hier Otto Lord. Otto Lord war eine US-amerikanische Schriftstellerin, Aktivistin. Okay. Sie bezeichnet sich als Black Lesbian Feminist Mother Poet Warrior. Okay. Also gut. Alles. Ja, alles. Ja, ja. Und die sieht sehr ähnlich aus wie die Ruth Bader Ginsburg. Der wird vielleicht einigen was sagen. Das war im Supreme Court bis vor kurzem. Eine Richterin, die erste schwarze Richterin im Supreme Court, die ist jetzt gestorben mit 92, 93 oder so vor kurzem. Die hatte immer so eine, Asche, eine auffällige Brille. Okay, weiter. Achso, jetzt haben wir hier Produzentinnen. Aha, ZDF-Redaktion. Warte mal, steht hier noch was Lustiges? Nee, okay. Maske Casting. Da auch übrigens, dass ihr mal seht, was hier alles bezahlt wird. Also die Ihr könnt alle mitzählen, liebe Leute. Ja. Ja, zählt mal, wie viele Leute hier arbeiten und das wird halt pro Mann schon so ein Monatsgehalt sein, was die halt kriegen für diese Serie. Ich sag mal 3.000 vielleicht, ne? Ja, sicher. Oh hier. Oh, ach, du Scheiße. Alter. Jetzt kommt das Met. Also nochmal, Light Yagami, ich liebe dich. Und gleichzeitig hasse ich dich. Dieses Jahr ist das Beste, was uns passieren konnte. Jetzt steht hier unironisch Vertrauensperson Antidiskriminierungsbeauftragte. Wozu habt ihr das gebraucht in dieser Serie? Fachberatung, rassismuskritisch denken lernen. Was?
Das sind gleich zwei Leute. Ja, dann nochmal Fachkraft. Und, und Tupaco Ogette klingt hier nach unserem Kommissar Iguaku irgendwie. Also, ja, das, genau. Ach Gott. Oh, das ist wirklich so dieses Phänomen. Steuergeld abgreifen und der linken Szene zuspielen oder der Bewegung zuspielen, wie es dieser eine Typ mal gesagt hat. Alter, das sind doch einfach nur die puren Fantasiestellen. Warte, es wird absurder. Es wird absurder, ja. Fachberatung für Empowerment und Embodiment Coach. Ich weiß nicht mal, was Embodiment Coach sein soll. Ach du Scheiße. Fachberatung für Inklusion und Barrierefreiheit. Gut, das kann ich sogar, das ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann wegen der Krückenfrau, so weißt du. Also. Ja, aber. Aber wofür braucht es eine Beratung? Ihr wollt doch nicht wirklich sagen, dass sie hier behindert war, also dass man sie jetzt inkludieren müsste, um Gottes Willen, sie hat mal kurz eine Krücke getragen. Oder ich habe das so verstanden, dass das nicht dauerhaft ist, dieser Beinbruch. Ja, halt immer bei den Treppen halt, ja. Ja, aber ich meine, dass sie auch irgendwann geheilt ist, weißt du, sie ist halt jetzt in der Querschnittsgelähmt oder so. So, Fachberatung und Kontaktvermittlung, Diversität und Inklusion. Fachberatung Critical Whiteness? Was? Ja. Die Serie ist ein Skandal. Kannst du mal Jule Bönkost googeln? Ja. Also der Name ist ja schon wieder so, wo ich denke, ach Gott, das will nicht. Also diese Serie, ich finde, das müssen auch andere größere Channels groß machen. Das ist ja ein absoluter Skandal, dass die sowas senden. Bitte lieber Claudi, wenn du zuhörst, warte mal was. Das geht ja gar nicht. Oh, warte mal, ich sehe hier, ja, das wird sie sein. Oh Gott, ja, natürlich. Erzähl. Diskriminierungskritische Bildung. Sie ist Dr. Jule Bönkost. Ich finde es ganz interessant, dass ihr Doktortitel hier gar nicht steht. Naja, also hat sie dazu promoviert. Ja, man gibt sich nahbar. Hm? Rassismus in der Sprache. Auch alte weiße Männer werden diskriminiert. Stuttgarter Nachrichten. Oh Gott. Sie ist vielleicht so ein Zwischending. Sie ist natürlich eine blonde weiße Frau. Rassistische Sprache. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock entschuldigt sich für N-Wort, da kommt die wahrscheinlich auch zur Sprache. Workshop, sie gibt einen Workshop. Oh, warte, hört es an. White Allyship und Klimagerechtigkeit. Also ist alles gesagt. Ich spiele doch auch wieder Bingo hier. Ja. Es ist in vier Wörtern und eins davon ist und ist alles gesagt. White Allyship und Klimagerechtigkeit. Was zum Fick? Okay, kann ich weitermachen? Ja, bitte, unbedingt. Nächste Seite. Bitte. Dramaturgie, Regiecoach, Regieassistenz, es ist echt so viel. Filmgeschäftsführung, Das sind ja normale Berufe, sag ich mal. Setaufnahmeleitung. Ah gut, du merkst, Fahrer:in, ganz wichtig, ja. Hier, Jenna. Aber du merkst so übrigens wirklich an der Länge des Abspanns, dass das hier, das war auch ein ganz anderes Level. Was Größeres, ja. Viel, ja, also ich fand das jetzt, also klar, wie gesagt, es war künstlerisch minderwertig, aber immerhin so von der Aufmachung fand ich es eigentlich ganz gut. Also die Ausleuchtung und so, war schon geil. Ich will dich nochmal triggern, rechts unten. Alter. Ja. Alter. Aber immerhin stell was mit Bier, also ist schon gut. In dem französischen Lehnwort, was eh schon schwierig ist, Garderobier. Ja, also, Doppelpunkt, wie willst du denn das machen? Boah. Also, das ist wirklich zum Kotzen, ne? Ich hasse euch. So, Set-Requisite, Set-Dress. Requisitenfahrer wird nicht gegendert, ihr. Naja, weil es ist ja ein R, weißt du? Das war doch bis jetzt immer egal. Nee, guck mal, FahrerInnen, weißt du, da ist ja der Salomon, ist ein Mann. Und Nora ist die Frau, weißt du? Ja, Steadicam-Operator, ich weiß nicht, ob du es gerade siehst, zum Beispiel ist er auch ein Mann, der Lasse. Weißt du, da steht nicht Operatorin. Das wird hier gerade tatsächlich mit dem Doppelpunkt gemacht, wenn es halt Männer und Frauen sind. Ja, aber sind das denn Männer und Frauen? Das weiß man doch nicht. Ja, na gut, die Frage ist ja, was ist eine Frau? Ja. Nichts Genaues weiß man. Okay, ich mach mal weiter. Requisiten. Alter, wir haben es immer noch nicht. Ich dachte, das war die letzte Seite. Also, für dieses Kammerspiel. Wir lassen das mal noch durchlaufen und dann machen wir noch mal kurz den Abspann und zählen. Und zählen dann wirklich. Ausstattung, Zusatzmaske, Best Boy, das ist übrigens der Wasserträger, glaube ich. Wo steht das? Hab ich mal gehört. Rechts, der Best Boy, das ist so eine Bezeichnung. Das hast du auch in vielen Filmen, also. Ich glaube, ich bin Frame hinter dir. Ah, okay. Ja. Okay, siehst du es jetzt? Arne, ja, weiß. Jetzt siehst du, ja. Genau, Best Boys, das ist meines Wissens der Assistent der Regie oft, weißt du? Mhm. Also der gibt dem Regisseur dann halt Snacks, wenn er sagt. Also das ist wirklich so der Praktikant. Guck mal, es gibt sogar ein Security-Team.
Wofür? Ja, ich meine, ist ja klar, wenn die Nazis angreifen. Ja. Ich meine, die haben in Brandenburg gedreht. Also, puh, gefährlich. So. Da gab es dann schon Missverständnis in der Szene dann. Ja. Weißt du, die einen haben nicht gehört, die Kamera läuft, dachten, die Nazis greifen wirklich an. Es hört ja nicht mehr auf. Ey, dieser Abspann hört ja nicht mehr auf. Music Supervision. HDR-Aufnahmen. Aber Making of ein Team, ne? Was zur Hölle. Also da sind nochmal 10 Leute dahinter. Geil. Motivgeber. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf. Covid-Testung? Versicherung, Bank. Also, das ist wie, auch wieder dieses 11. Klasse-Ding, finde ich, sich so wichtig nehmen. Also, dass man hier wirklich jeden Scheiß hinschreibt. Covid-Testung. Wollt ihr mich verarschen? Vermietung und Aufbau Feuerwehrzelt ist auch gut. Oh, also, schreibt ihr als nächster noch hin, Brieffreund des Regisseurs? Oder was soll das? Förderung, FFF. Ja, oh, Förderung, ganz Friday wichtig. For Future, oder was? Oder? FFF Bayern? Ja. Du Scheiße. Wow. Ah, nee, stopp. Der FFF Bayern ist der Film-Fernsehfonds Bayern. Der Förderprojekt. Ah, doch nicht. Drehbuch. Okay, ich dachte schon Friday for Future. Ja, okay. Warte mal, jetzt wird's ja noch viel abgefuckter. Ihr kranken Schweine. Diese Serie ist so ein Mist. Links und rechts kassiert ihr von uns GEZ-Gelder. Und dann fällt's euch auch noch ein, euch nochmal Drittgelder zu holen von irgendeiner Filmförderung, anstatt dass ihr mal gescheite Filme fördert. Also, ihr glaubt es mir nicht, aber es gibt tatsächlich einige wenige gute deutsche Filme. Ja, das wurde mir letztens auch erzählt und ich dachte so, ach wirklich? Ja, ganz kurzer Tipp, kurzer Off-Topic, ich glaube, warte mal, das Spiel, Film, hieß ja das Spiel? Nee, okay, sorry, ich gebe gleich einen Tipp, wir machen mal weiter. Ich habe leider den Filmtitel vergessen. Ich glaube, das ist jetzt auf die letzte Seite, wenn wir Förderung angekommen sind. Genau. Ach so, oh Gott, jetzt kommen hier nochmal die Fernsehproduktion, das kleine Fernsehspiel. Natürlich artig. Hochschule für Fernsehen und Film, FFF Bayern, Medienboard, so. Okay, das war's. 2023, warte. 2023 produziert. Das war ganz neu. Covid-Tests, okay, alles klar. So, und wir lassen es jetzt nochmal durchlaufen. Wir zählen mal bitte mit, liebe Zuschauer. Wir zählen mal einfach mit. Also, es gibt, glaube ich, ein paar Doppelungen, aber okay. Eins? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Zwei. Die zählt nicht. Okay, das ist das Zitat. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bin ich. Okay, wir machen weiter. Mhm. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wir sind schon bei 30. Und ihr wisst, wie lange der Abspann geht. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Was? Jetzt kommt 41, die Whiteness-Frau, genau. Ist ja schon 41, 42, 43. Hm? Nee. Alter, wir knacken die 100. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 57, danke. 60, 64, 65, 67. Ich bin bei 73 jetzt. Mhm, passt. Gut. Aber die Lüders, die Nora Lüders ist, glaube ich, doppelt, aber scheiß drauf. Ah, okay, scheißegal. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83. 86, 87, 88, 90. Wir sind bei 90. Das wirklich. 91, 92, 94. Wir sind bei 94. Wir haben noch 14 Sekunden. Alter. Ja, schaffen wir locker. 95, 96, 97, 98, 99. 100. Und wir sind noch nicht durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 111. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja gut, jetzt haben wir die Hochschule, wir zählen die aber einfach mit. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ja, wunderhübsch. Also, 131 Leute. Nee. Also, nee, das kann für nicht die, sein. Zum leichteren Rechnen, der Scheiß geht ungefähr eine Stunde, ja? Eine Stunde, 10 Minuten. Ja. Wir haben 120 Leute. Alter, wir machen jetzt mal eine Milchmädchenrechnung. Ja. Es ist jetzt natürlich eine Milchmädchenrechnung, greift uns an, so viel ihr wollt. Es kommt trotzdem das Ergebnis raus und das heißt, es ist zu viel Geld draufgegangen. Für diese künstlerisch absolut
minderwertige Serie. Ja, pass auf, wir machen es einfach. Wir sagen, dass der Scheiß läuft eine Stunde und wir gehen von 100 Leuten aus. Ja. Hä, warum? Wir waren doch jetzt bei 131. Naja, also, so ein bisschen zum Vereinfachen, ja. Nee, mir ging es jetzt... Ja, komm, komm. Wir müssen schon mit den Zahlen rechnen, die Zahlen. So, okay. Und wir haben 131 Leute. Und jeder kriegt irgendwo, würde ich jetzt meinen, der hier dabei ist, kriegt irgendwo ein Honorar. Also ganz ehrlich, selbst Covid-Testung, wenn du jetzt arbeitest in der Testung für ZDF oder so, guck mal, da wirst du doch auch ein Honorar kriegen, würde ich sagen. So, das ist jetzt die absolute Milchmädchenrechnung. Wir gehen mal im Mittel aus von 3.000 Euro, die jeder kriegt. Wie gesagt, ist Milchmädchenrechnung. Dann sind das hier 393.000 Euro. Für dieses Machwerk. Für eine Stunde Produktion, ja. Für eine Stunde, die wirklich... Bitte, ihr könnt mir doch nicht sagen, das war gut. Bitte. Also bitte, Normis, kommentiert hier des Todes. Ich will hier Leute sehen, die sagen, das wäre gut. Nie. Das war... 393.000 Euro. Das war das neue Spielberg irgendwas, ja. Ey, dieser Abspann, der ist ja länger als in Assassin's Creed. Und da sitze ich hier manchmal 10 Minuten da, wenn du das nur überspringen kannst. Boah! I like Yagami. Ich liebe und hasse dich. Feinstes Matt. Alter. Ich denke mal, so bei so, sagen wir mal, 120 Leuten und das geht so 60 Minuten, das heißt, du hast jede Minute zwei volle Monatsgehälter, die da reingebuttert werden. Ah, das ist schon schön. Das kann man mal machen. Ja, wisst ihr was? Wir machen die Milchrechnung weiter. Genau wie wir rechnen mal, 393.000 Euro durch 70. Das heißt, jede Minute dieses Machwerks hat 5.614 Euro gekostet. Rechnet das mal noch durch 1836. Danke, wollte ich gerade machen. Das sind für jede Minute dieses Machwerks haben 305,7 GZ-Zahler entlöhnt. Für jede Minute 305 Leute in Deutschland. Kannst sie fragen, ob es das wert war, diese 300 Leute. Also zu Deutsch für eine Serie, von der ihr noch nie gehört habt, wahrscheinlich. Ja, die wirklich mies ist, die wirklich mies. Also, wie gesagt, bitte sagt mir, ob ihr die gut fandet. Also, Oh, ist das geil. Also, ich glaube, wir hatten noch nie so eine mettige Serie. Also, wir hatten schon einige. Wir hatten schon einige, aber das hat ja wirklich, das hat dem allen die Krone aufgesetzt. Dieser Abspann. Also, selbst aufgestaut ist er ja mit viel weniger um die Ecke gekommen. Das waren ja so vielleicht 20, 30 Leute, aber hier das Vierfache für nix. Und was das für Fantasiestellen waren hier. Warte mal, ich gehe noch mal kurz. Die ganze Inklusionsscheiße. Antidiskriminierungsberauftragte, Fachberatung, Rassismus kritisch denken lernen. Die haben euch erzählt. Und die werden sich's auch kosten haben, lassen haben. Es ist rassismuskritisch, wenn ihr mal so ein paar Witze gegen die Weißen abmeldet. Das ist cool. Das ist rassismuskritisch. Das hat nämlich nichts mit Rassismus zu tun. Rassismus geht nur gegen Schwarze. Logisch. Der Ostbeauftragte fehlt hier irgendwie noch, oder? Ja, stimmt. Also, wir haben's denn das geschafft, ohne so einen Supervisor da diesen Monolog zu schreiben? Und da habt ihr in Brandenburg mal gedreht. Scheinbar. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, die haben nie im Leben in Brandenburg gedreht. Die haben in irgendeinem Filmstudio gedreht. Berlin, Babelsberg, was weiß ich. Ich meine, am Ende letzte Seite war doch irgendwas. Gut, Babelsberg ist in Brandenburg, aber. Medienbord, Berlin, Brandenburg, ja. Aber ja, die werden halt nicht super auf dem Land gedreht. Na gut, wobei, ich meine, das Haus. Ja, okay, egal. Als ob es in Brandenburg jetzt noch groß die Nazis der 90er Jahre gibt. Das ist Kritik an der letzten Kommastelle und selbst wenn die falsch ist, dann das macht hier die Braten ohne Fest. Also. Das war absolute Grütze. Es war Grütze. Na gut, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind doch wirklich ausgemerkelt davon jetzt. Also, boah. Das war hart. Genau. Aber nochmal der Aufruf von mir. Ich meine es ganz, also ich finde das ja total geil, dass wir hier so eine Zuschauerzuschrift hatten und die wirklich so als top entpuppt haben. Und wir haben ja auch mal vom Hongi geschaut, der hat uns empfohlen, wie ist das? Fuck Berlin. Fuck Berlin, ja. Schönes Matt. Gerne, macht das gerne, schreibt uns, wenn ihr einen Vorschlag habt. Wir gucken auf jeden Fall, ob es das was für uns ist. Versprechen können wir natürlich nichts, weil manchmal hast du auch Sachen, da merkst du dann, können wir leider nicht so viel zu sagen, aber
Gerne, gerne, weil, wie gesagt, wir können, wie wir am Anfang gesagt haben, von dieser Reihe, wir können auch nicht alles scannen. Wir wissen gar nicht, was es alles für verrückte Serien gibt. Du kannst den ÖRR-Schlund einfach nicht absolut abdecken. Ja, du kannst es nicht überblicken. Und wir tun wirklich schon öfter mal scannen und gucken, ja, was gibt's hier Neues. Aber das haben wir tatsächlich übersehen. Und das ist ja eine Perle des Unsinns. Ja, dem schließe ich mich an. Und dann, ich freue mich auf eure Tipps. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.